Wer bist du und was machst du? Also, ich bin Leonard, ich wohne in Potsdam. Ich habe gerade mein Abitur abgeschlossen. Der nächste größere Plan ist, entsprechend in die USA zu gehen, da zu studieren. Das wird ungefähr am 10. August passieren. Erzähl uns doch etwas über deine bisherigen USA-Erfahrungen. Also, ich war schon dreimal in den USA, hauptsächlich, beziehungsweise zweimal aus urlaubstechnischen Gründen. Wir haben meine Tante besucht, die lebt dort. Die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, war bisher mein Auslandsjahr 2018, 2019. Und die größte oder die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, sind einfach die Leute, die man dort trifft. Die sind sehr weltoffen, sehr freundlich und wollen einen wirklich kennenlernen. Woher stammt die ursprüngliche Idee eines USA-Studiums? Die Ursprungsidee ist schon sehr lange her, schon über 5 Jahre. Wir haben damals gesagt, die USA ist für IT der beste Bereich. Man kann dort am besten lernen. Und meine Tante hat dort auch schon mal studiert. Und aus ihrer Erfahrung her, was sie mir berichtet hat, ist einfach, dass die Lehrer besser auf den Schüler drauf eingehen. Und das habe ich in meinem Auslandsjahr auch erfahren. Und das hat mich sehr stark motiviert, wirklich dieses Studium anzutreten. Was sind deine Top-Gründe, in den USA zu studieren? Zum einen, wie gesagt, die Leute, nicht nur die Professoren, sondern auch die Leute generell, die Leute, die man auf der Straße trifft, die man in der Uni trifft, egal wo, die sind immer freundlich, die sind immer weltoffen. Und es ist einfach was, was ich zum Beispiel hier in Deutschland nicht mehr so erfahre. Ja, und der Top-2-Grund ist einfach die schulische Ausbildung, die dort top sein soll. Ich glaube, es ist zum einen die Sprache, die man dort besser lernt. Also es ist ja auf dem Weltmarkt besser anerkannt, das Englisch als Deutsch, zum einen das. Und zum anderen ist, wie gesagt, in der IT-Branche sind die USA Marktführer. Und daher, also das waren so meine Gründe. Was erwartest du von deinem USA-Studium? Erwarten tue ich eigentlich nicht viel. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern ich gehe ohne Erwartungen rein. Und ich möchte einfach nur mein Studium abschließen und, wie gesagt, viele Leute kennenlernen. Warum hast du dich für die University of Southern Mississippi entschieden? Und ich habe mich für die Universität, die University of Southern Mississippi entschieden, weil ich habe mit jemandem dort gesprochen, der für das Honors College Program verantwortlich ist. Und für diese Menschen ist es einfach wichtig, die Person an sich. Dass man so viele Erfahrungen und so viel mitnimmt wie möglich. Es kommt also nicht wirklich darauf an, die schwersten Kurse zu besuchen und die besten Noten zu haben, sondern sich wirklich als Mensch zu entwickeln. Was wirst du in den USA studieren? Ich werde Computer Engineering studieren und ich versuche, wenn es mir erlaubt wird, zu Double Major mit Computer Science. Woher stammt deine Leidenschaft für die IT? Meine Leidenschaft für die IT kommt, ich habe es damals verglichen mit, es ist wie mit Lego. Man hat diese einzelnen kleinen Bausteine und mit diesen einfachen, ich sage einfach, es gibt 4 Bausteine und mit diesen 4 Bausteinen kann man eigenes Universum erschaffen. Also ich habe damals schon in der Grundschule eine Computer AG besucht und dann ging es weiter in der Sekundarstufe 1 mit Informatik. Kannst du etwas über deinen Bewerbungsprozess an den Unis erzählen? Also dadurch, dass die Deadline relativ nah dran war, das war ja schon Anfang Dezember, musste ich mich da natürlich ein bisschen beeilen, war dadurch natürlich ein bisschen stressig. Aber so an sich habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, weil ich auch sehr gute Hilfe hatte von EPRO. Es wurde, was ich toll fand, es wurde über alles drüber gelesen, mir wurde Feedback gegeben, bevor ich es abgesendet habe und mir wurden auch Tipps gegeben und das war einfach sehr hilfreich. Wie bist du auf ePro 360 aufmerksam geworden? Ja, genau. EPRO habe ich gefunden übers Internet. Wir haben damals, das ist schon über ein Jahr her, nach Universitäten gesucht, die entsprechend mein Fachgebiet, wäre jetzt falsch gesagt, aber meine Studienrichtung anbietet. Und es war ein Zufall, dass wir die Werbung von EPRO gesehen haben. Und dann hatte ich den Anruf mit Jonas und dann hat sich das so langsam praktisch reingesteigert. Und
Wir haben uns von Anfang an sehr wohl gefühlt. Also es war von Anfang an praktisch. Wir haben noch nicht mal den Vertrag abgeschlossen, es hat sich schon wie ein Rundumprogramm angefühlt. Was hat dich an ePro 360 überzeugt? Der Punkt, der mich so ein bisschen abgeholt hat, war, dass sich wirklich um die Person gekümmert wird. Also viele bewerben sich ja auf die Universität und das machen sie nur einmal im Leben. Und jetzt möchte man natürlich auch das Beste, ich sag mal, rausholen. Man möchte am besten Fall an die beste Uni, die möglich ist. Und da habe ich mich bei ePro einfach wohlgefühlt. Das hatte ich zum Beispiel bei meinem vorherigen Programm, in meinem Auslandsjahr nicht. Da wurde nicht so auf die Person drauf eingegangen, man hat sich nicht so. Der persönliche Kontakt war nicht da. Womit konnte ePro 360 dir am meisten helfen? Ich kann es nicht genau sagen, was es genau war. Für mich ist es halt dieses Rundumprogramm gewesen. Das halt, wie gesagt, mir wurde geholfen, meine Universitäten auszuwählen, mir wurde auch so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung geholfen. Und wenn ich Fragen hatte, die wurden mir alle beantwortet, sehr gut sogar. Also Wie hat sich dein Leben durch ePro verändert? ich bin nicht nervös darüber, dass ich in die USA fliege. Und viele Leute, mit denen ich geredet habe, die würden nervös sein. Viele bringen den nächsten Step an oder diesen Punkt, dass es verändert sich alles praktisch im Moment. Und also ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin, wie sagt man, ich habe viel Vorfreude darauf. Wie fühlt es sich an, ein ePro 360-Student zu sein? Ich fühle mich, wie gesagt, sehr aufgehoben, es fühlt sich sehr gut an. Weil man das Gefühl hat, man ist mit mehreren Leuten auf einmal vernetzt, die einem helfen können. Und mit mehreren Leuten, die einem vielleicht auch später mal helfen können oder neue Freundschaften zu finden.